Moin Leute und herzlich willkommen. Weiter geht's mit unserer Kampagne in dem Spiel Mountain Blade 2 Bannerlord und unseren aufstrebenden Steppenfürsten, dem King Khan, der in der letzten Folge ein paar Turniere gewonnen hat, ein paar Siege auf dem Schlachtfeld errungen hat und sein Gefolge etwas vergrößern konnte. Und ich weiß gar nicht, mal ganz kurz die Tastatur wieder zurechtschieben. So, wir können noch ein paar Bogenschützen holen. Das machen wir, kostet 200. Das ist okay. So, jetzt schauen wir mal. Rivalisierende Bandenist sitzt sich ein. Haben wir auch was zum Abgeben? Nein. Handeln hat mir, glaube ich, alles schon erledigt gehabt, ne? Na gut, das kann auch weg. Der kann auch weg. 10. Ja, Nahrung haben wir. Okay, so, wollen wir das machen mit der rivalisierenden Bande? Ja, komm. Machen wir das. Oh? Oh? Selber oh. Du hast eine Aufgabe? Ich helfe dir. So, achso. Müssen wir durch 4 Tage warten, ne? Ja gut, in der Zeit können wir mal gucken, ob wir hier auf die Mütze geben können. Das finde ich immer ein bisschen blöd, dass man da 4 Tage warten muss, aber... Naja, das bringt Geld. Hier in der Steppe ist niemand, oder was? Auch nicht. Na gut, in der Zeit können wir uns ein bisschen heilen. Das ist ja auch nicht schlecht. Wo sind denn die ganzen Plünderer? Hallo? Warte mal, wir können ja mal hier. Hier gibt es ja Pferde. Das nehmen wir mit. Komm, das nehmen wir auch noch mit. Das ist ein Angebot. Okay, haben wir das auch. Können wir nämlich weitere Kavalleristen ausbilden. Na gut, dann warten wir jetzt hier einfach. Was soll das? Schmiede. Wir haben noch gar nicht geschmiedet, ne? Achso. Ja, wir haben auch gar keine Rohstoffe. Das ergibt Sinn. Aber in Schmiede... Habe ich mir auch mal vorgenommen, mal einen Charakter zu erstellen, der schmieden kann. Denn damit kann man ja sehr viel Geld verdienen, hatte ich mal gelesen. Gerade so am Anfang soll das ganz gut gehen. Musst ja nur ein paar Ressourcen sammeln und sowas. Und dann kannst du deine Fähigkeiten und Schmieden verbessern. Habe ich sonst noch nie gemacht. So, ich glaube, wir müssen noch jetzt einen Tag warten, ne? Dann... Haben wir das, glaube ich? ...177 zahlen wir jetzt schon, okay, das ist eine Ecke. Ja. 177... Na also. Bin bereit! Muss ich doch direkt an SpongeBob denken. Ich bin bereit, ich bin bereit. War doch SpongeBob, oder? Ich bin bereit. Ja, müsste SpongeBob hier sein. So. Ja, ihr könnt alle angreifen. Und ich gucke einfach ehrlich gesagt nur zu. Was ist mit diesem Mini-Lex hier drin? Hallo! Was geht ab? Nee. Ja, ihr macht das schon. Also. Mal gucken, wo euch das kommt. Keine Ahnung, wer zu mir gehört. Gut, dass es hier kein Friendly Fire gibt. Ja, wunderbar. So, das war jetzt leicht verdientes Geld. Sehr leicht verdientes Geld. Gucken, wie viel. Ich habe gar nicht geschaut, was wir dafür bekommen. Das will uns, glaube ich, noch sagen, wie geil dieser Kampf jetzt war, ne? Also heute lädt das auch alles sehr lang. Ja, das war einer der besten Kämpfe. 770. Da hätten wir doch das Geld von dem anderen nehmen können. Da hätten wir doppelt so viel gehabt. Verdammt. Na egal. Die 770 nehmen wir auch mit.
gibt ein bisschen Ansehen und wir steigen so ein bisschen im Clan-Rang halt auf. Ich muss mal ganz kurz, was hast du hier noch hier für eine Aufgabe für uns? Ne, das kannst du alleine machen. Ich glaube, ab Stufe 1 können wir Söldnervertrag machen, ne? Genau. Da fehlt immer noch ein bisschen was. Ansehen. Ansehen bekommen wir eigentlich mit am schnellsten bei Turnieren, ne? Ich glaube, das gibt ja mal alleine schon plus 3 Ansehen oder so. Oder ein Versteck ausrauben. Oder nicht ausrauben, ausräuchern. Na gut, da raubt man sie auch aus. Oh, perfekt, Turnier. Dann machen wir das auch gleich. Machen wir uns weiterhin einen Namen. Miliz Pernach. Keine Ahnung, was das ist. Pernach? Bin mal gespannt, was ist denn ein Pernach? Ich vermute mal so ein Kleidungsstück. Ich hätte mir was zu trinken mitbringen sollen. Das war wieder sehr klug. Also heute ist der, also irgendwas hat der PC heute. Ach, hier so ein Prügel. Der PC nimmt sich heute scheinbar so ein bisschen eine Ausnahme. Ich meine, es ist Sonntag, es ist früh. Vielleicht schläft er noch. Los, mach's platt. Huch, falsche Taste. Ha, voll in den Hintern gepiekst. Ist eigentlich ganz schick hier. Ein bisschen trocken. Ein bisschen warm wahrscheinlich für mich. 2 Schaden. Der hat ein blutiges Gesicht. Jetzt komm in den Kopf. Lol. Haben wir. Ja, aber chillig. Gib mir auch mal einen Bogen. Also Level wird. Wow. Das Schwert ist hier besser dran. Kannst du damit mal auf? Hey! Aber auch. So, Finale natürlich auf dem Pferd, das fehlt ja noch. Das ist aber auch gar nicht. Ah, mit dieser coolen Waffe, die ich auch habe. Jawohl. Sowas brauche ich, so eine Waffe. So, ne, 3 Ansehen bekommen, wunderbar. Und die Milizen nach, mit Pernach, ich glaube, die sind 800 wert oder so, den verkloppen wir. Den können wir direkt verkaufen. Oh, sogar noch mehr wert. Oder brauchst du den? Was hast du? Brauchst das Ding nicht. Weg. Achso, warte mal, wir können ja mal gucken, vielleicht gibt es da hier was. Mal kurz mein Headset hier. Kopfhörer sitzen nicht richtig. Belastend. Wo finde ich denn das hier? Jetzt will ich mal kurz schauen, ob wir hier sowas bekommen. Das muss ja so eine Art Sense sein. Ja, das sind Spieße und sowas, das ist das alles nicht. Nee, eine Sichel auch nicht. Nee, das war das nicht. Ist eher so Richtung Sichel, ne? Aber nicht so stark gebogen. Hm, nee, gibt's ja scheinbar nicht. Na gut. Vielleicht ein andern Mal. Okay, haben wir 3 Ansehen bekommen. Dann reiten wir hier nach Chaikant runter. Gibt's kein Turnier anscheinend. Gucken, was gibt's hier so noch für eine Aufgabe. Händlerkarawane. Ne, das dauert immer zu lang hier.
Händlerkarawanen, das sind ja alles berittene Bogenschützen, so 40 Stück, die angreifen, mitunter teilweise auch 80, ne? Plus diese kleinen Karawanenwache, die dabei ist, das wird ziemlich schwer. Ist hier nicht irgendwo mal so ein Versteck, was wir mal ausräuchern können? Yeah? Das heißt erstmal guten Tag und yeah. Da kommt auch die ganze Armada von denen. So war das nicht gedacht. Gucken wir mal, wo wir uns unterwegs hier finden. Ah, hier. Perfekt. Machen wir ein paar Turniere. Das bringt ein bisschen Geld und vor allem Ansehen, denn wir wollen ja endlich Söldner werden. Und dann gucken wir mal, dass wir zu den Chefs von Kusait gehen, zu den Fürsten, Königen. Was haben die Kusaiten? Fürsten. Nennen wir sie Fürsten. Oh, das könnte ganz gut sein. Dass wir dann denen sagen können, yo, wir würden gerne mit euch kämpfen. Oder für euch kämpfen, besser gesagt. Hier, diese Waffe. Können wir die danach mitnehmen? Das ist ja mega geil, das Ding. Ah, da ist wieder Tarkan. Au! Geblockt. Auch gut. Okay, wir brauchen... Oh, ich habe nicht mehr so viel Energie. Doch mal von vorne. Wir brauchen einen Anlauf. Wir machen damit leider zu wenig Schaden. Geht am besten aus dem vollen Lauf, ne? Und dann noch treffen. Ach komm, Pferd. Hast du keine Bremse? Okay, die sind immer noch zu viert. Au. Okay. Ich reite mir gerade einen Mist zusammen. Ich nehme jetzt mal als Ausrede, weil gerade Sonntag, weil Sonntag ist. Und es ist früh. Das ist meine Ausrede. So. Zwei. Pep. Ah, schade, ich dachte, der hat mich auch erwischt. So. Etwas holprig, aber wir haben es geschafft. Ich muss diese Waffe haben. Jemand muss mir sagen, wo ich die herbekomme. Zack. Guzukan, das war's für dich. So, Finale. Dima die Wanderin. Puh. Ich hab fast in den Wurfspieß rein. Okay, mit Werfen haben wir's nicht so. Komm, was hältst du aus? Das hat sie nicht ausgehalten. So, nochmal drei Ansehen. Sehr schön. Es dürfte uns, glaube ich, noch so 20 Ansehen fehlen. Dass wir dann endlich Rang 1 haben. Was haben wir für eine Aufgabe? Hehlerei? Ne. Hm. Das Ding ist cool. Aber passt das? Ah, komm, den nimmer. Was soll das? Das kann weg, das kann weg. Ich meine, wir liefen voll mit so einem Gambason rum, ne? So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Körperpanzerung. Gibt es hier das vielleicht? Woo!
1000. Wollen wir den kaufen? Ah, der ist ja super teuer. Na komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Teurer Spaß. Haben wir einhändig gelernt. Nur das. Und nur auf Ausstrahlung. Direkt das nächste Turnier. Erstmal holen wir die noch. You got a problem. Ja, ja, ich habe Probleme. Ich habe sehr viele Probleme. So, Skalpell gibt es. Es ist auch immer so die einfachste Art, am Anfang Geld zu generieren, ne, in Arenen, Fähigkeiten zu verbessern, Ansehen zu steigern. Aber das Skalpell zum Beispiel, das können wir dann auch verkaufen. Ups, Entschuldigung. Also, das war jetzt völliger Murks. Wer muss denn hier schon zielen? Als Zuschauer lebst du hier so gefährlich. Ach Mann! Ah, das war knapp. Ach komm. Geh weg. Nahkampf. Wenn man schon mit dem Bogen nicht drauf hat, dann so. War ein schlechtes Beispiel. Stillhalten. Verflucht. Sind die zu dritt? Ich hätte das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die noch so viele sind. Pferdchen aus dem Weg. Musst du auch mal treffen wollen. Schade. Ach, verdammt. Den haben wir gut getroffen. Ja, die haben natürlich mit ihren Lanzen den Vorteil, ne? Okay, einer erwischt, einen im Hinterkopf. Ich glaube, das ist effektiver als mit Pfeil und Bogen. Verfolgen. Ach, das war nicht gut. Ach komm! Muss er auch. Kann er das aushalten? Aber das Pferd ist gut wendig. Das war knapp. Ich finde es aber auch immer gut, wenn die KI dann zwischen den Waffen wechselt. Je nachdem, ob sie gerade in der Verfolgerposition sind oder selber verfolgt werden. Ah, verdammt. Nicht schießen.
So. Jetzt haben wir noch den einen Dude da. Wo ist er hin? Da. Ach, verdammt. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Alter! Jetzt haben wir noch einen Fall nur noch. Ach nö. Okay, Risiko. Ha! Puh. Das war ganz schön anstrengend, ey. Zu hoch. Auf. Das ist ein Nahkampf mal. Okay, jetzt kommt sein Kumpel natürlich auch noch. Alter, was die aushalten? Keine Chance. Keine Chance gehabt. Schade. Schade, schade, schade. Dann sind wir schon bei 20 Minuten. Wir haben heute. Also, die Zeit, ne? Die rennt in diesem Spiel so unglaublich schnell. Gefühlt, also ganz ehrlich, gefühlt haben wir gerade so 5 Minuten gespielt. Aber dass wir schon bei 20 Minuten sind, ne? Heftig. Gucken wir, was da hinten so los ist. Wir treffen ja auch keine größere Armee an, ne? Also irgendwie so eine 20er Plünderer-Armee oder so. Hier, 7. Das bringt's ja auch nicht. We've got no. Was kriegen wir dafür? Ja, 0,7 Ansehen. So ein bisschen Loot. Ja, machen wir schon, wir reiten mal hier Richtung Sironea da hinten irgendwo hin. Nur bei Onira. Vielleicht gibt es ja hier ein paar größere Banden. Gucken, was hast du hier für eine Aufgabe für uns? Ah, das ist doch, glaube ich, wo wir so ein Versteck ausräuchern sollen, ne? Hallo, ja, ich möchte dir helfen. Ich helfe dir. Ich krieg das hin. Noch kurz hier den ganzen Krempel weg. Freuen sich die Leute. So, wo ist denn das Versteck? Ja, dann machen wir zum Abschluss noch ein Versteck ausräuchern. Das ist doch gut. Wir sind bei 100%, das ist schön. Wir haben jetzt auch Speerstufe 44 erhalten. Warten wir bis zur Dunkelheit und dann hoffen wir, dass das gut geht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte das auch schon beim letzten Let's Play mit Halfdan Farsan gesagt. Diese Verstecke anzugreifen, ne, das ist einfach mega langweilig, finde ich. Dieses in die Länge gezogene. Bleibst hier, du kommst mit. Dieses unnötig in die Länge gezogene, diese Riesenkarten für 10 Feinde auf der Karte, ne? Ich finde das teilweise mega langweilig. Gerade wenn das so in diesen Höhlen ist. Und du rennst dann und suchst die ganzen Höhlen ab und dann musst du jeden. Also das ist einfach. Ich mag's nicht. Weil musst du die auch immer suchen. Also das könnte man ein bisschen. Also man könnte es kleiner machen und irgendwie so ein bisschen spannender oder abwechslungsreicher oder so. Ich sehe schon, wie sehr viel langsamer wir geworden sind durch diese schwere Rüstung. Okay, der neue Bogen gefällt mir. Au. Au. Oh, hi.
Gott. Ich hatte dich gar nicht auf dem Schirm. Okay, den haben wir. Na, schade. Alle Pfeil und Bogen hier, wa? Gefühlt in dieser Welt kann jeder mit Pfeil und Bogen umgehen. Ich dachte, der geht dann schon nach vorne. Na gut, so. Die machen das schon. Ja, sehr gut. Okay, die sehen ehrgeizig aus. Gut, dass ich nicht viele Pfeile abbekommen habe. Ich duelliere mich nicht mit Straßenmenschens. Lass mir doch mal über, Leute. Das war's. Sehr gut. Zwei Verletzte. Okay. Ja, aber ordentlich Loot. Schön. Und 3000 Taler haben wir bekommen. Das ist doch sehr gut. Und auch hier eine Ausstrahlung Stufe 20. Top. Oh, dann reiten wir nach der Lustica. So. Das kann weg. Frostbart. Das ist ein Bogenschütze. Sturgia, ne? Ja. Also den könnten wir eigentlich nehmen. Bogenschütze? Der könnte unseren Bogenschützen selber. Ja. Ich möchte dich gerne einstellen. Yours is not a... Kommen wir zum Wesentlichen. So. Zeig mal. Jali Frostbart. Der kommt ja zumindest aus der Gegend oben von uns da, ne? Also passt das da schon irgendwie. Haben wir Waffen für dich? Nein. Ich kann dir schon mal Pfeile geben. So, soviel zum Thema dazu. Und jetzt brauchst du selbstverständlich noch einen Bogen. Ja, das ist ein bisschen sehr doll teuer. Hey, guck mal hier unten. Waldhüterbogen. Ja. Klingt vielversprechend, den nehmen wir. Dazu bekommst du Distanzpfeile. Und ein Schwert hast du, alles klar. Ich würde dir aber trotzdem noch ein Schild in die Hand drücken. Okay, so. Ja, und Kleidung klauen wir später zusammen. Guck mal, das Ding kostet 2000. Wir haben 6000. Ne, ist ein bisschen teuer. 1000. Ah ja, komm, kriegst du den. Das ist besser. Okay, alles klar, haben wir. Dankeschön. So, war noch irgendwas? Wollten hier nochmal kurz gucken. Hier war gar nichts, ne? Halt. Du hast so ein... Aber das ist auch nicht diese Sense, ne, die ich meine. Genau, du wirst unser Speer. Das wollten wir auch machen. Ne, das ist nicht hier. Das befindet sich hier und mit dir reden. Ich muss mal gucken, da gab es so eine Mod dazu, dass man das da nicht extra diesen Umweg machen muss, um mit den Leuten zu reden. Ich vergesse jedes Mal, die mir zu besorgen. Speer. Sehr schön. So. Dann haben wir das doch auch. Können zwei Leute noch hinzunehmen später. Okay. Ja, ich denke mal, das war doch eine ganz produktive Runde. Sehr produktiv auf jeden Fall. Ein paar Turniersiege. Bisschen Kohle gemacht.
Ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge wollen wir mal gucken, dass wir da ein bisschen Gas geben, dass wir dann endlich Söldner werden und uns dann Geld verdienen als Söldner. Das kriegen wir schon hin. Also bis dahin, macht es gut. Ciao.